Hallo und herzlich willkommen zu den Shutter News. Alles, was in der letzten Woche so rund um die Technik passiert ist, das erfahrt ihr in diesem Video. Legen wir los. In diesem Video kommt das Wichtigste zum Schluss, also auf jeden Fall dranbleiben. Anfangen möchte ich aber jetzt erstmal mit der Fujifilm GFX 100S Mark II. Diese Kamera ist im Grunde genommen genau die gleiche wie die GFX 100 Mark II. Also es werden halt jetzt nicht so ganz hochwertige Materialien benutzt wie in der Fujifilm GFX 100 Mark II. Und dass sie jetzt auch noch weniger Serienbilder zur Verfügung hat. Jetzt statt bei der 2er 8 Bilder, jetzt halt nur noch 4 Bilder in der Sekunde. Ich habe auch etwas davon gehört, dass die Kamera nicht so gut ist wie die GFX 100 Mark II in den Videospecs. Darüber möchte ich jetzt aber keine Aussagen treffen, denn da habe ich mich einfach zu wenig drüber informiert. Wem diese Abstriche jetzt also egal sind, sollte auf jeden Fall zu dieser Kamera greifen, denn hier spart man sich einen Preis von vorher 8.000 € für die GFX 100 Mark IIer auf jetzt 5.500 € für die GFX 100S Mark II. Also schon nochmal ein erheblicher Preisnachlass. Fujifilm hat aber nicht nur diese Kamera veröffentlicht, sie haben auch die X-T50 rausgebracht. Diese hat genau den gleichen Sensor aus der X-T5 und X-H2 und hat somit 40 Megapixel, was grandios für Fotografie ist. Einen besseren Autofokus hat sie auch spendiert bekommen. Der Unterschied hier zu der X-T5 ist einfach, dass sie ein bisschen kleiner ist, leichter. Aber auch leider, dass sie an den Videospecs nicht so richtig ausgestattet ist wie die X-T5 halt nun mal. Die X-T50 kann nämlich nur 4K mit 30 FPS ohne Crop und mit Oversampling und auch noch nicht mal Full HD mit 120 FPS, sondern nur mit 60 FPS. Also da könnte man wirklich drüber lachen, denn ich meine, Kameras, die jetzt schon Jahre alt sind, können Full HD mit 120 FPS und sie sind auch nicht ordentlich teuer. Also das hätten sie auch eigentlich ruhig mal mit einbauen können. Aber hier sieht man halt wieder, dass diese Kamera einfach an Fotografen gerichtet ist. Sie hat tolle Fotospecs mit 40 Megapixeln und einem guten Autofokus, dafür dann aber nicht so gute Videospecs. Wer dann diese Videospecs haben möchte, sollte dann zu der Fujifilm XS20 greifen. Diese hat dann 26 Megapixel, hat aber phänomenale Videospecs, weshalb ich sie auch als erster Platz in Best Bang of the Buck Kamera 2024 gekrönt habe. Trotzdem kann man natürlich aber auch sagen, auch damit könnte man jetzt diese Art von YouTube-Videos aufnehmen, denn 10-Bit-Video ist auch mit drin und ich filme jetzt auch nichts anderes als 4K mit 24 FPS. Das kann diese X-T50 natürlich auch. Und jetzt kommen wir zu den wichtigsten News in diesem Video, nämlich dass Sigma ihr neues 24-70mm f2.8 Version 2 vorgestellt hat. Hierüber war ich am meisten gehypt, denn ja, ich liebe Sigma und ich habe ja auch schließlich den Vorgänger und ich wollte wissen, ob vielleicht jetzt nicht sogar der Nachfolger ein Upgrade wert wäre. Hierüber gab es natürlich dann jetzt auch wieder sehr, sehr viele News, die dann das Objektiv mit dem G-Master Objektiv von Sony verglichen haben, die dann gesagt haben, ja, das Sigma ist jetzt leichter geworden, es ist aber trotzdem immer noch so 40 Gramm schwerer als das Sony, was aber jetzt kein großer Unterschied ist, das würde man jetzt nicht mehr bemerken. Schärfetechnisch ist das Sigma auf einem ganz hohen Level, nur bei 24mm. In den Rändern wäre das ein bisschen besser als das Sony. Auch bei der Vignette sehe das Sony immer noch ein bisschen besser aus, das hat dann das Sigma schon noch ein bisschen mehr, aber sonst, was die Performance angeht, schon wirklich sehr gut. Das Sigma soll sogar besser sein mit dem Kontrast, also mit den Flares, wenn ein Gegenlichtobjekt in die Szene reinkommt. Da hat das neue Sigma sogar am besten abgeschnitten. Also wir fassen zusammen, das neue Sigma ist jetzt wirklich viel lohnenswerter zu kaufen als das Sony G-Master, denn das ist nochmal über 1.000 € teurer und wir haben hier wirklich ein Objektiv, was damit mithalten kann. Hat jetzt auch das Gewicht, also jetzt auch die Kompaktheit des Sonys ist jetzt kein Faktor mehr, weshalb man auf das Sony zurückgreifen sollte. Jetzt muss man sich aber auch nochmal den Vorgänger des Sigmas angucken, denn die war ja auch schon wirklich sehr gut. Und wenn man sich jetzt dazu Vergleiche anguckt, bemerkt man dann, dass die Qualität auch schon vorher sehr gut war und dass sich da nicht sehr viel geändert hat. Man kann sagen, dass das neue Sigma ein bisschen schärfer geworden ist als der Vorgänger und dass sie jetzt auch dieses Gegenlichtverhalten ein bisschen besser hingekriegt haben. Aber mehr ist das eigentlich auch nicht. Und ich meine, mit 1.350 € ist das neue Sigma jetzt nicht unbedingt teuer, wenn man sich das Sony G-Master dahingegen anguckt. Aber man kann halt schon nochmal ein ganzes Stückchen sparen, wenn man das alte Sigma kauft, denn das kostet nur 1.050 €. Man hätte also eine Ersparnis von 300 €. Und es wurde jetzt auch noch gesagt, dass das neue Sigma jetzt Verbesserungen im Autofokus bekommen hat. Mir hat der Autofokus vom alten auch nicht gestört und ich bin auch jetzt noch vollkommen zufrieden. Normalerweise würde ich jetzt also den Schluss daraus ziehen, wenn man ein leichteres Objektiv haben will, was kleiner und leichter ist, dann sollte man zu dem neuen Sigma greifen. Und wer einfach ein bisschen Geld sparen will, zum alten.
Aber das kann ich jetzt auch nicht, denn ich habe letztens erst in Düsseldorf einen Fotografen gefunden, der sogar zu dem Sony G-Master Objektiv Version 2 gesagt hat, das wäre zu schwer noch. Und er hat sich daraufhin mein gekröntes Loser-Objektiv des Jahres 2024 gekauft, nämlich das Sony 24-50mm 2.8, was ich ja wirklich so unnötig fand, weil er eben das so leicht und kompakt fand und das so ein schönes Gewicht hatte. Das fand ich wirklich erstaunlich. Er hat also jedes Geld zur Verfügung, er könnte sich das Sony G-Master Version 2 kaufen, was ja schon wirklich für das, was es kann, sehr leicht ist, kauft sich aber das Sony 24-50mm. Die 70mm seien dem egal, bis 50mm würde dem vollkommen ausreichen. Also kann ich jetzt hier nicht sagen, dass man für das Gewicht jetzt unbedingt das neue Sigma nehmen sollte, denn das ist auch immerhin noch schwer. Und wenn man wirklich ein leichtes Objektiv haben will, dann sollte man sich entweder Festbrennweiten kaufen oder halt dann wirklich so welche Drittanbieter oder halt jetzt Sony Objektive 24-50 oder Sigma 28-70 oder sonst irgendwelche Objektive, die dann halt in der Brennweite eingeschränkt sind, aber dafür halt eben leichter sind. Ein Objektiv, was bald rauskommen soll von Sigma, ist aber garantiert nicht leicht, denn es handelt sich um das 28-45mm mit der Blendenöffnung 1.8. Sozusagen der Ersatz für das frühere Sigma 18-35mm 1.8. Zu diesen Objektiv-Rumors hatte diese Person ein Video gemacht und er hat gesagt, dass das Objektiv sehr, sehr groß und schwer sein wird, wegen halt dieser Offenblende. Es wäre zwar schön, wenn das Objektiv auch 24mm im Weitwinkelbereich hätte oder 50mm im Bereich des Telezooms hätte, wäre zwar schön gewesen, aber dann wäre das Objektiv noch schwerer geworden und so sollte es auch eigentlich jetzt erstmal genug und gut sein. Bin ich mal gespannt drauf. Für mich wäre es keine Variante, denn erstmal dieses Gewicht turnt mich jetzt schon ein bisschen ab. Ich finde, mein 24-70 ist schon irgendwie so die Grenze, wo es bei einem Standard-Zoom sein sollte. Die 28mm finde ich okay, aber 24mm finde ich halt schon nochmal ein bisschen besser und 45mm weiß ich jetzt auch nicht, ob das so für mich genug sein sollte. Auch wenn das jetzt die Blende 1.8 hat, ich glaube, da würde ich mir dann lieber einzelne 1.4er Festbrennweiten kaufen und würde dann damit glücklich werden. So, das war es jetzt aber mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne ein Like und ein Abo da. Ich verabschiede mich. Ciao.